Ja, ich versuche jetzt auf diesen Typen zu kommen. So. Nur die Schirei. Und ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht habe. Wenn nicht, mache ich es jetzt. So. Okay, der Vogel kann kommen. Hier ist er auch schon. Okay, das war der, den ich noch nicht hatte. Oh, der Mund ist auch da. Ne? Braucht anscheinend irgendwie ungefähr 10-20 Minuten so ungefähr. Yay, Jump Up, passt auf Japanisch. Fühlt sich irgendwie cool an. Ich frage mich, ob es dazu auch so als Teaser auf YouTube geht. So, wie viele von den Schnackischen Monden habe ich aktuell noch? Gar keinen? Ja. Was suchst du? Experten. Oh, stimmt, da war ja was. Macht denn hier noch was? Das ist nicht Spaß, der gewinnt. Hä? Weil er meint aber jetzt nicht das eine Labyrinth, das ich schon gemacht habe, oder? Vielleicht das auch irgendwie da? In der Musikliste? Raufhauen zum Jump Up Superstar auf Japanisch? Würde mich jetzt schon interessieren. Ja, komm, mach mal Jump Up, so passt auf Japanisch drauf. Und wenigstens ein bisschen abwechslungsreiche Musik. So. Ich glaube, ich geht's Richtung, ja, diesen Mond. War ohne Miauxi. Nur überhaupt. Ja, stimmt. Also wo ist es denn? Würde ich irgendwie, da ist auf Japanisch auch mal ein... Hier war doch normalerweise ein Porträt von Cityland. Oder ist das bei der Säule? Hört sich aber irgendwie echt nice an, so... Jump-Up Superstar auf Japanisch. Bin ich ganz ehrlich. Hat was. Warum kann ich das nicht überspringen? Ah, jetzt. So, Fahrt nach New Dawn City. So, müssen wir jetzt nicht noch mal sehen. So. Alles. Ist mal wieder Jump Up Superstar auf Japanisch. Ne? So, stimmt, der Daumen ein paar Fragen hat. Was sucht er hier? Ein Ring. Stimmt. Ja. Machen wir erstmal das hier. Hier ist auch mein YouTube-Money nebenbei. Ne? Okay, ich verdiene kein Geld mit YouTube, aber stellen wir uns mal vor, das ist mein YouTube-Money. Ja, das ist. Oder nee, das ist Bibis. Das ist der Ort, wo Bibis Beauty Palace ihr YouTube-Money lagert. Ne? Der Raum ist auch ganz aus Gold. Ne? Passt zu ihr.
Verstehe, by the way, kein Wort Japanisch, aber ich nehme mal an, das sind die Lyrics von Jump Up Superstar nur auf Japanisch. Ich glaube, bitteschön über den Sand, wie viel Münzen werden sein wird, ob es dann rund so, ja, 30. Eine Million, Alter! Das ist ja eine fände ich dann noch. So. Der Fangelbusur, der mit dem. Was behindert das ein Vorkommen? Eis. Ja. Folgende Frage haben wir für einen besonderen Moment aufgeschlagen. So gut zu. Wie viele Statuen der galoppierenden Wege befinden sich oben auf der Kopfstandpyramide? 5. War eine ungerade Zahl, bevor das Neoxidot war. Ja, ich hab's wirklich gewusst. Ich wusste, dass nur das eine ungerade Zahl war, ne? Die war ich sehr wohl. Es ist der entscheidende Prüfung zu setzen. Bitte. Laut mein Name, Sphinx. Ich glaube, den wusste man eh schon aus dem Mond, den wusste ich eh schon aus dem Mondland. Sankt ist sehr gut. Oh, die Schafe kann ich jetzt machen. Ja, Schafe, ne? Die Schafe sind immer. Ach, Krampf. Wie viele brauchst du? Sind 3, oder? Ja, 3. Ich glaube Alter, als ob ich hier mich dagegen stoßen kann. Naja, im Pilzkönigreich sind es 5. Aber alle 3 sind auch hier in der Nähe, ne? Jetzt das zweite. Aber jetzt mal im Ernst. Jetzt würde ich halt echt nice auf Japanisch haben. Japanisch ist auch so eine Sprache, die würde ich echt gerne lernen. Ja, wo ist der? Ich lese das Schild gleich, ich kann auch nicht, weil das hier ein Schild ist. Ja, aber jetzt mal mehr, sollte ich euch schneißen. Ja, aber ich sag, wann ist hier ein Schild? Ich wusste nicht, dass die Schild vielleicht so aussehen. Ach so, ja, okay, das können wir nur bei mir, wie man rollt. Ja, stimmt. Hier ist sowas. Aber das machen wir jetzt. Wir machen erstmal die Schafe. Das dritte ist, glaube ich, beim Loch. Wo war das Loch nochmal? Ich glaube, das war da. Ne, hier wird schon das Loch. Stimmt, aber hier ist nicht nur das. Ist noch ein Mond. Den ich aber schon gesammelt habe. So, gehst bitte zu deinem. Hier kommt, ich helfe dir mal ein bisschen, okay? Wo war der Typ nochmal? Da. So, das war's auch schon. Ich habe Hüten in den Lügen. Nee, aber jetzt mal mehr, wie kann er sich da stufen, wenn er einen Longjump machen will? Vor allem, dass das erste Mal, wo ich sowas sehe. So, stimmt, hier gibt es den Mond. Ja. Ich glaube, die muss man mit Sprüngen killen. So, ich habe den einen gekillt, den ich killen muss. Das war der eine blinkende da. So,
Der Fluch der Mumie. Katapult. Brauche sie ja, Katapult. Da ist nämlich auch noch ein Mond. Ich weiß nicht, ob ich den schon geholt habe. Anscheinend nicht. Ich glaube, hier muss ich Stammverteidigung machen. Ja. Aber nicht mehr sicher, ob es Cappy war oder Sprung, aber es war der Sprung. So. Der Ring der Einheit ist zurück. Aber ich versuche gerade einen Sprung. So. Okay, ich hab's nicht geschafft. Ich glaube, jetzt wird da die Musik wieder resettet, ne? Warte, ich mach vielleicht wieder einen Jump-Up Superstar auf, wenn ich hier raus bin. Weil ich jetzt bin, ne? Das war aber der falsche Knopf. Okay, noch 23 Monde und 19 dieser Dinger. Ich werde auch RC-Auto drauf machen, ne? Aber nee. Jump-Up Superstar auf Japanisch regelt. Hier, Jump-Ups NDC. Das ist die für Japanisch. Ja, mein Ziel ist es auch, dass wir da alle haben von den Liedern. Und wo führt mich das hin? Oh, da rein. Dass man da drin noch was vergessen hat. Aber ich glaube, dass da oben wäre auch ein richtig fieses Versteck für ja, generell irgendwas. Okay. Mal jetzt wieder zum eigentlichen Ziel, ne? Hier.